Ich kann jetzt gerade jetzt... toll. Okay, ich muss das jetzt anders machen. Anscheinend ist mein Skype-Fenster aktiv. Das ist toll. Wo ich das eigentlich gesagt habe, dass ich nicht gestört werden möchte. Aber aus irgendeinem Grund akzeptiert das einfach nicht. Toll. Super. Schön. Dann machen wir es halt so. Auch gut. Ach ja, hier oben sind ja auch noch Planeten, die wir abdecken dürfen. Ach Leute, ihr habt noch nicht mal einen Raumhafen. Was macht ihr denn da? Oh, Fabrik, Fabrik, Raumhafen. Auch wenn ich bezweifle, dass der Raumhafen überhaupt noch während unserer Zeit fertig wird. Ha! Langsam bezweifle ich das wirklich, wenn er so weitergeht. Findungsmatrix. Findungsmatrix und Terraforming. So. Die haben schon Raumhafen. Das ist gut. Wieso haben die alle keine Fabriken, ey? Das ist ja furchtbar. Kann man nur ohne Fabriken arbeiten? Leute, Leute, ohne Fabriken läuft gar nichts. So. Sieht's hier aus. Fabrik, 300% Boni, sehr gut. Forschung. Könnt ihr fertigstellen. Und Defender nicht zu vergessen. Okay. Stampfe ich ja schon mal aus dem Nichts eine Fabrik heraus. Wirtschaft. Moral. Landwirtschaft, Botschaft, Botschaft, Erfindungsmatrix. Und natürlich der Defender. So. Dann haben wir das oben auch abgedeckt. Was ist hier los? Ist abgedeckt. Was ist damit? Alderaan habe ich vorhin versorgt. Ich komme schon ganz durcheinander. Jetzt seht ihr das mal. Aber hier dürfte ein Planet dabei sein, der dazugekommen ist. Mindestens einer. Balder! Ach Mensch, der Hugo Egon Balder ist also auch dabei. Finde ich gut. Nein. Also nein zu der Landwirtschaft, nicht nein zu Hugo Egon Balder. Ist ein cooler Typ, muss ich sagen. Moral, Landwirtschaft, Terraforming und Defender. Ja, ja, die Herrschaft über die Galaxis ist nicht einfach. Sorry. Wie gesagt, ich bin noch nicht topfit, aber ich bin auch nicht komplett krank mehr. Bin auf dem richtigen Weg, würde ich mal sagen. So, und ich hoffe, dass jetzt nicht irgendeiner von meinen Elternteilen hier reingestürmt kommt. Ich habe das Schild eigentlich rausgehängt. War nämlich auch noch so ein gewisser Mitfaktor, dass ich gesagt habe, ich nehme auf, weil die nämlich zu dem Zeitpunkt noch gepennt haben. Oder was heißt noch, wieder gepennt haben. Machen sie immer gerne mal. So, Landwirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Und natürlich Schiff bauen. Ach, da sind die. Okay. Achilles. 10.000 Einwohner haben die. Und eine ziemlich gute Schiffsverteidigung. Missile Boat. Ihr begibt euch gleich mal dahin. Mann. Ja, ja, ein reiner Verwaltungspart hier. Ich glaube, die ganze Woche wird ein reiner Verwaltungspart. Das ist ja sagenhaft, ist das. Ach, fuck. Verklickt. So. So. Da streichen wir erstmal. Stattdessen kommt die Fabrik. Die
Wirtschaft. Wirtschaft. Meine Fresse. Also andere hätten ihr Mikro schon zigtausendmal gemutet. Ich mache es nicht. Ich lasse euch schön hören, wie ich huste. Ist auch mal geil. Hier mit zwei Boni. Boni für eine Fabrik und Boni für Nahrung. Handelszentrum. Terraforming. Nächste Runde haben die auch einen Raumhafen. Können die auch gleich direkt ihre Verteidigung aufbauen. So, ja, wir haben ja so wenig Planeten, da sind auch noch welche, die verwaltet werden wollen. Eieieiei. Ja, ist nicht einfach. Moral, Landwirtschaft. Wirtschaft. Alter, Leute. Was habt ihr für Planeten in Besitz genommen? Hier sind zwei Boni für Nahrungsmittel vorhanden, okay. Interessant. Forschung, Wirtschaft. So. Ach du Schreck, was hat er denn hier gemacht? Das legen wir schon mal still. Genauso wie das. Das ist okay, das können Sie gerne behalten. Das ist auch okay. So, haben Sie zwei Moralfelder und eine Botschaft. Wirtschaft wird verbessert. Die Fabrik wird schon verbessert. Die ist auch in drei Runden fertig, das ist gut. Das können Sie auch gerne weitermachen. Defender. Alter Schwede. Das ist okay. Das ist auch okay. Botschaft. Forschung. Handel. Defender. Fabrik. Botschaft. Forschung. Und viel Terraforming. Okay, der Planet ist schon ein bisschen älter. Das können wir gleich mal stilllegen. Ich sagte stilllegen. Und tschüss. So, kommt da nämlich eine zweite Fabrik hin. Das wird modernisiert. Das wird auch schon modernisiert. Das ist gut. Terraforming und Defender nicht zu vergessen. Ach du meine Güte. Das wird gleich direkt verschrottet hier. Weil das Blödsinn ist. Das ist übertrieben. Aber eine zweite Fabrik wäre nicht schlecht. So. Erfindungsmatrix. Der Rest ist eigentlich soweit in... Moment. Die haben hier schon Landwirtschaft. Dann braucht ihr die hier gar nicht. Abwracken. Fabrik. Natürlich wird die Fabrik hochgesetzt. Ist ja ganz klar. So. Die brauchen nicht zigtausend Landwirtschaften. Ja, das ist wirklich übertrieben. Also die Fabriken alleine... Alter Schwede. Eine Landwirtschaft ist ja okay, ne? Aber drei ist ein bisschen übertrieben. So, Extremunterhaltung. Da kommt Forschung hin. Und es sind 9 Fabriken. Ich habe ja nichts gegen viele Fabriken, aber das ist doch ein bisschen zu krass. Das ist doch wirklich ein bisschen zu krass. So, Forschung, Handel, Handel, Botschaft, Terraforming und Defender. 4 Runden. Ein Planet von Qualität 3. Dann noch mit Forschung.
Fabrik wäre da wirklich besser. Doch. Dann sollen sie lieber in die Produktion setzen, als in die... Dings. Alter Schwede. So, das war gerade der das Hauptplanetensystem des isojanischen Freistaates, der sich jetzt in unseren Händen befindet. Die haben sich hier bereitwillig ergeben. Was soll ich machen? So, ich glaube, wir haben dann jetzt auch tatsächlich erstmal alle Planeten. Sagte er, und dann ergibt sich gleich die nächste Rasse. Ich glaube, dann kriegt ihr zu viel. Wenn sich gleich darauf die nächste Rasse ergibt. Gleich direkt instant. Die Altarianer ergeben sich, zack, fertig. Das wäre lustig. Das wäre echt lustig. Ich beende jetzt einfach mal die Runde. Reicht jetzt auch erstmal. Defender. Schiff bauen. Defender. Schiff bauen. Defender. Also so langsam wird es eng mit den großen Schiffen, muss ich tatsächlich sagen. So. Das ist okay. Das ist auch okay. Werden zahlreiche Defender gebaut. Gut. Hier ist ein einzelner Truppentransporter unterwegs. Okay. Interessant. So, kannst dich da ja auch mit hinbegehen. Ach, Loki! Mensch, der nordische Gott der Lügen und Intrigen. Der ist auch hier vertreten. Der Loki. Gut, das war jetzt eine recht kurze und gediegene Runde. Ja, möchte ich. Verwüstungsstrahl und Strahlenschild. Ja, möchte ich. Kampfpanzer. Irgendeine Sternbasis kann nicht aktualisiert werden. Wichtiger Durchbruch auf dem Planeten Megara. Der Handelsminister möchte Ihnen mitteilen, dass die Terran-Allianz ein Handelsgut erforscht haben. Ultragewürze. Sie haben die exklusive Kontrolle über die Verteilung und der Einstieg in ihr Monopol ist verboten. Auch das noch. So, wenigstens der Freitag-Part hat noch ein bisschen Action drin, mehr oder weniger. Und nochmal zwei Raumhafen fertig, geil. Noch mehr Schiffe. Ja, es sind noch ein paar mehr Raumhäfen fertig geworden, würde ich mal sagen. Hier haben wir ein Konstrukteurschiff. Losschicken und weitermachen bitte, wenn es geht. Das ist okay. Weitermachen. Weitermachen. Ja, also ich denke mal, dass dieses Let's Play nicht mehr so lange gehen wird. Also jetzt gehe ich sogar davon aus, dass es nicht mal die 60 Parts erreichen wird. In Anbetracht dessen, dass sich die... der isojanische Freistaat freiwillig ergeben hat. Interessant auf jeden Fall, dass sie freiwillig gesagt haben, nee, komm, dann übernimm lieber gleich die Kontrolle. Aber okay. Das soll nicht heißen, dass ich undankbar bin oder dass ich das nicht in Anspruch nehme. Ganz im Gegenteil, ich nehme es sehr gerne in Anspruch. Hier war doch irgendwo noch eine Ressource, die irgendwie frei im Raum lag, oder? War hier nicht noch eine? Ja, da ist eine. Eine Moralressource. Dann fliegen wir da mal hin. Tut mir jetzt leid, dass ich das jetzt so mache, aber so kann ich das am besten überblicken. Ihr wisst ja, wie die Schiffe aussehen inzwischen. So ist das einfach für mich am einfachsten zu spielen, muss ich tatsächlich sagen. So, genau. Dann verstärken wir auch nochmal die Ressource mit. Da sind ja auch schon einige Schiffe unterwegs. Das ist nämlich eine Wirtschaftsressource. Die ist nicht verkehrt. Auch wenn unsere Einnahmen wahrscheinlich so hoch sind, dass wir eigentlich sowas gar nicht mehr brauchen. Ich guck mal, ja, 5400, das ist ja nichts. Komm. Und nächste Runde haben wir auch die große Schiffstechnik, die großen Schiffskörper. Ich korrigiere, wir haben sie. Große Schiffskörper perfektioniert. Ein Meisterstück unserer Schiffswerften. Ein Subraumfeld garantiert die Integrität dieser Schiffe, die mit jeder Menge Ausrüstung bestückt werden können. So sieht es aus. Und ich würde sagen, bevor wir irgendwas anderes machen, erforschen wir jetzt direkt die Xenoethik.
Bilbo 3 hat sich gegen die Drath-Region erhoben, um sich der Terran-Allianz anzuschließen. Bitte, da habe ich es doch gesagt. Das habe ich mir gedacht. Da hat er nämlich gleich umgeswitcht, direkt. Die alte Mistsau. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass er das macht. Das ist geil. Das ist echt geil. Hier bin ich echt gezwungen, zwei Felder sogar zu verschwenden. Sowas ärgert mich immer riesig, wenn ich solche Felder verschwenden muss. So. Jetzt aber. Ich dachte, jetzt kommt wieder so eine Botschaft. Das wäre es gewesen. Basis Landwirtschaft. Ist süß. Total veraltet bei uns, aber egal. Wir bauen es trotzdem. Kann man ja mal machen. Und noch ein Raumhafen, der fertig ist. Immer her damit. Chor 2. Jawohl. Devor. Tedeus. Oder wie auch immer. Desta. Und die Stunde ist auch fast erreicht. Das ist mir durchaus bewusst. Und ihr seid dann tatsächlich über die Woche versorgt. Das heißt, ich brauche dann nur noch Vampire the Masquerade aufnehmen. Der Vorrat reicht mir nämlich auch nur noch bis Montag. Ja. Ich konnte ja nicht damit rechnen, dass ich krank werde so plötzlich. Sonst hätte ich den Vorrat schon vorher aufgestockt. Aber es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. Und das stört auch ehrlich gesagt mich nicht wirklich. So, Sternbasis ausbauen, jawohl. Immer schön weiter bewaffnen, auch wenn das eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Und wir steigern nochmal die Wirtschaft. Und nochmal 4 Sternschiffe. Und die Alteranische Republik verliert Valkyrie 1. Auch der Planet geht in unseren Besitz über. Trotz dessen, dass er so viele Botschaften gebaut hat, beziehungsweise eine gebaut hat und einen in Auftrag gegeben hat. Jo. Daran sieht man mal, was unsere Zivilisation für einen Druck auf die anderen ausübt. Die teilweise nur eine Botschaft haben oder gar keine. So, der Raumhafen ist fertig. Die Fender bauen. Keine Sorge, ich werde die Runde noch beenden, bevor die Aufnahme enden wird. Die erste Aufnahme nach meiner Erkältung. Oder während meiner Erkältung. Ich bin ja noch nicht ganz über den Berg. So, gibt es noch ein paar Defender hier. Die haben ihr erstes Schiff. Konstrukteur losschicken. Konstrukteur losschicken. Ihr habt schon ein zu viel. Das ist toll. Könnt ihr gleich losschicken. Den jag ich dann irgendwo hin. Fertig. Fertig, gut. Bilbo 3 habt ihr auch. Gut. So, die ersten Transporter sind da auch schon eingetroffen. Ja, ja. Du bist ein Missileboot. Wieso ist hier ein einzelnes Missileboot unterwegs? Komm. Einzelnes Missileboot ist nicht zu gebrauchen. Ich brauche schon eine komplette Flotte. Und nicht so ein einzelnes Pieselschiff, das irgendwo hier durch die Landschaft fliegt. Kann ich dich eigentlich irgendwo noch einsetzen? Ich glaube schon, flieg mal zu dem Planeten hin. Ihr kriegt keinen Defender mehr, denn es kommt einer rein. Und wir können noch keine großen Schiffe bauen. Warum auch immer. Obwohl wir die großen Schiffe jetzt zur Verfügung haben. Sollten eigentlich. Jetzt habe ich doch weitergemacht. Verdammt. Na, ist egal. Dann wird nach dieser Runde die Aufnahme enden. Und der Balder, der hat jetzt auch direkt mal einen Raumhafen. Der Eldo. Der Hugo Egon Balder der Let's Play-Szene, wie ich ihn damals mal genannt habe. Und so würde ich ihn auch heute noch nennen. Vor allem, da er weiß, dass es humorvoll gemeint ist. Das ist ja das Wichtigste daran, dass er weiß, dass es als Witz gemeint ist. Er hat es ja auch gleich, er hat, glaube ich, mal gesagt, dass er es sowohl als Kompliment als auch als Kritik oder als Beleidigung auch auffasst. Also teils, teils. Und das ist doch schon eine schöne Sache, wenn man das als beides versteht.
Und ja, liebe Leute, ich würde sagen, mit diesen Worten entlasse ich euch ins Wochenende. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr es gucken werdet. Und ich sage nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.